Howdy, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, Nuzlocke, Spaß mit Tieren. So, hier ist schon Route 25, steht da oben. Ich darf. Das gibt es nie. Oh. Mann. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh. Nee. Mann. Du darfst schon einen Pokémon fangen. Togepi. Scheiße. Das ist so von dir. Oh. Ey, das ist nicht dein Ernst. Jetzt bleib da drin, du Pennergesicht. So, Togepi wurde gefangen. So, Arschreiter, du bist jetzt offiziell nicht mehr der schlimmste Mensch in dem Team. Oh Gott. Was soll ich mit dem Drecksvieh denn? Togepi ist ein Zankenball, 0,3 Meter groß, 1,5 Kilo schwer und ein Sprichwort besagt, das Glück dem widerfährt, dem es gelingt, ein schlafendes Togepi zu wecken. Ja, Babyfreistoß ist angesagt. Wie nennen wir das denn? Klöt? Das beste Name. Klötenboy. Moin, bin ich Klötenboy. Klötenboys sind die guten Boys. Klötenboys sind die guten Boys. Ich wollte ja eigentlich ein Team Büchsenboys irgendwann mal haben, ne? Wollte ich ja eigentlich schon bei Pokémon Silber, aber... Da wollte ich ja... Das war ja auch die Geschichte, wie der Name Meth Baron erstmal überhaupt existiert. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Das war ja bei der Bundeswehr, da haben wir Pokémon hier Mystery Dungeon gespielt und gefragt, ja, wie sollen wir die Viecher denn nennen? Was von Alvaro? Ach so. Ja, komm. Ist nicht fancy genug. So. Du bist so dumm. Guck mal dieses Knödelfieder an. Ja, ich weiß, ich habe ziemlich oft vergessen, den Mulibert in die Beschreibung zu packen, aber da darf er nicht mehr. Das reicht ja, wenn er bei Euler City so ein Podest hat für sich, wo er dann draufgestellt wird. Das ist nicht fancy hier, so, ne? Mich selber, ne? Arschloch. So. Ey, das ist ja. Ah. Ja, mach. Geht Expidermis eigentlich auch gegen Egelsamen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier geht gar nichts gegen irgendwelche Viecher hier. So. Oh, Cindy hier. Moin, Cindy, moin. Jetzt geht's hier los. Der Drachenfisch des Jahrtausends. Der kriegt dich. Mit seinem Steinhaupt. Hau er dich kaputt, du Drecksvieh. Ist übrigens auch nicht paralysiert, der Gegner hier, ne? Ist nicht. Süß nicht, ne? Wenn das jetzt hier... Dann hätte ich das Ding aber... Ehrlich gesagt, so. Pass auf. Wanderer so und so. Ich hätte gerne deinen Bisasam für eine Woche ausgeliehen. Das hätte das Sonnenlicht nicht gesehen, das sage ich euch. Das hätte das Sonnenlicht nicht mehr gesehen. Zu trinken jetzt nur seine eigenen Tränen gekriegt. Nach einer Woche wäre es dann so gewesen, dass es seinen eigenen Kot gegessen hätte. Aus Angst. Ja. Das ist mit Fancy. Fancy ist, glaube ich, gerade nicht mehr tragbar. Kann das sein? Was ist denn mit Arschrad? Ich will eigentlich mal Fancy wieder trainieren. Das geht aber nie. Fancy. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Mit ihren Latios und was nicht alles. Und was kriege ich? Togepi. Siehst du, schon wieder so ein Scheiß hier. Wie so ein... So eine Medusa. So eine Morgana. So ein Perückenkopf in Schwarz. Finde ich gruselig, das Vieh. Hey, Erstauner. Ist das nicht ein physischer Angriff?
Na? Hast meinen Pikachu angepackt? Bist leider paralysiert. Ich sehe ja noch kommen, da sieht das Vieh irgendwann eher weiter. Was ist das denn? Ach, das ist ja... Das ist ja nicht cool. Und das Schlimme daran ist es ja, dass die Gegner keine AP haben. Da kann ich ja nie machen. Deswegen ist diese Attacke vollkommen blöde. Die bringt sowieso nichts. Es sei denn, du kämpfst gegen irgendwie so einen Palkia mit Dimensionspunch und dann kannst du das irgendwie ein bisschen reduzieren. Ja. Ja. Weg mit dir. Drecksschwalbini. Die wollen auch mit jedem Scheiß gekommen, ne? Das ist aber auch so ein bisschen russisch Roulette. Du bist richtig gut. Ich find's aber wirklich cool, wenn die Gegner auch mal so ein paar Pokémon haben, die man nicht so oft sieht. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Mit Blackjack und Nutten. Und die Nutten haben Blackjack gespielt und zwischen ihren Brüsten haben die... Warum zensiere ich in diesem Satz jetzt Karten und nicht Brüste? Warum mache ich das nicht? Weiß ich nicht. Warum ist das wieder so unfancy hier? Das ist schon sehr unfancy, wenn man auf Kampfstil Folge spielt. Das ist schon böse. Das macht keinen Spaß. Das zerrüttet einen so ein bisschen, ne? Dann muss man auch schon wirklich überlegen, wie man den Kampf macht. Aber damals bei Pokémon Stadium 1 und 2 war das ja nie anders. Da hat auch keiner gefragt, ob du wechseln möchtest. Nein. Früher, ne? Also als ich beim Militär war, ne? Da lag 3 Meter hoch Schnee. Ja. Wir haben unsere eigenen Zehen gegessen, um nicht zu verhungern. Ja, ja. Bei mir war immer alles heftiger. Ach, komm schon. Überreste von Cindy füllte wieder auf. Auffühlen. So, hau um. Der ist jetzt zwar verwirrt, aber das zählt irgendwie nicht, glaube ich. Ach so, doch. Nicht so wie dieses Tyrakrok beim letzten Mal, das sich selber gefletscht hat. Das fand ich gut. Das mochte ich. Hast du mal so eine sinnvolle Wendung der Ereignisse? Kann von mir aus öfter so passieren. Ja, Arschrad erhält Erfahrung, das ist schön. Emil, na, wo sind deine Detektive? Ich bin nicht sauer. Ja, und wenn, dann wirst du beim Koffer gekommen, dann zeig ich dir. Auf der MSN habe ich Trainer aus aller Welt gesehen. Ich finde das schön, wenn wir hier mal ein bisschen Abwechslung haben. So zufällige Pokémon beim Gegner, das ist schon geil. Doof ist nur, wenn man dann so ein bisschen Druck hinter sich hat und die eigenen Pokémon nicht sterben dürfen. Hallo, mein Freund ist cool. So fangen viele Gespräche an mit... Also wenn du so ein junger Kerl, so Mitte 20 bist, ne? Und du lernst dann irgendwie eine Kommilitonin kennen oder so, ne? So fängt das auch immer an. Gehst rein. Ich bin schon seit 5... Also ich jetzt. Ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung und was soll ich mit da irgendwie so eine Perle anlachen? Nein, meine ich. Aber trotzdem, Name-Dropping sofort. Mein Freund ist ja so und so. Finde ich aber auch gut. Finde ich auch gut. Muss auch so sein. Dann sage ich sowas wie, ja, cool. Dann, ne? Mir ist halt scheißegal, ob du ein Freund hast oder nicht. Ich will doch nur mit dir reden. Ich will dich nicht pimpern. Meine Fresse. Aber es ist im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt keine Freundin gehabt hätte und sie hätte einen Freund und ich mache dann hier einen auf, ne? Fange an zu tanzen und sowas. Das will man auch vorher wissen. So als Kerle willst du das wissen. Es gibt ja einige. Finde ich sehr, sehr grenzwertig, die sich einen ausgeben lassen, obwohl sie einen Freund haben. Das gibt es nicht. Das ist... Oh, das ist oberste Kante in beide Richtungen. Erstmal für den Freund, der fühlt sich natürlich auch verarscht. Was lässt die sich denn da einen ausgeben? Ah ja, Dinge, die ich vergessen habe. Platz 1, das hier. Oh, du überlebst ja doch. Ist der Gegner eigentlich noch verwirrt? Ich hoffe mal. Oh, wenn es jetzt kein Volltreffer wird, dann müssen wir das haben. Er schreckt zurück. Okay. Okay, cool. Cool, cool. Alles cool. Wieso schreckt er beim... Warum ist er nicht verwirrt, wenn er zurückschreckt? Das ist egal, wir haben es trotzdem geschafft. YOLO! Unsere Eisschwäche, ne, die ist schon nicht so cool. Das ist auch das schlimmste Vieh der Welt, ne, Potrot. Das wäre, glaube ich, wenn ich das am Anfang gekriegt hätte, ne? Ich glaube, das wäre so ein richtiger Matty-Run gewesen. Ein Potrot am Anfang. Moin, der sieht doch schon so aus wie so ein überfahrenes Wildschwein. Wie so ein Stein mit Ausschlag. Gibt ja Schule. Schule killt Kröten und... Ach du Scheiße. Nee, es sind die jetzt keine Zugabe. Das musst du nicht nochmal machen.
Nee, das wechsle ich. Das will ich, das meine ich. Was machen wir denn dagegen? Meine Flöte. Flöte geht. Nee, das ist dann für beide Seiten komisch. Erstmal für den Freund, habe ich ja gesagt. Aber dann auch für denjenigen, der sich da was draus erhofft. Der hat ja Geld verloren, ne? Und dann sitzt sie da. Ach so, danke. Hier, das da drüben ist übrigens mein Freund. Das macht einen schon. Würde ich ja selber mit mir nicht machen lassen. Ich finde das schon ziemlich nuttig. Meine Meinung. Sollte man nicht machen. Immer mit offenen Karten spielen, ist gut. Und vor allen Dingen, wenn man dann so in der Situation, die ich gewesen wäre, dann sagt, ja, mein Freund ist so und so, dann sag ich, ja, cool, was macht er denn, bla bla bla. Noch nicht mal geheucheltes Interesse schieben, sondern einfach mal wirklich Interesse. Das ist viel besser, als wenn du da versuchst, sie vorzupimpern. Also zumindest. Ja. Nein, das ist jetzt kein Ausdruck des Zweifels, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck von, ich bin eigentlich schon ganz glücklich, so wie es ist. Ich war nicht in Form! Und das hat aber dann nicht jeder, dementsprechend. Es ist nur meine Meinung, meinen Umgang mit der Situation. Naja. Trotzdem nervt es, wenn er dann so angehimmelt wird, so von wegen, ja, mein Freund ist aber Kampftaucher bei den New York Mets. Und mein Freund, der weiß, bei welcher Temperatur Gouda gefriert. Das wäre mal was, womit du prahlen kannst. Nämlich von wegen, ja, mein Freund, das kommt auch sehr oft. Mein Freund studiert ja Jura. Maschinenbau. Keine Ahnung, für mich ist Informatik. Nee, ganz bestimmt nicht. Okay, ein kleiner Seitenhieb, tut mir leid. Mein Freund studiert ja. Mein Freund, der ist ja, weiß ich, der hat ja eine kleine Firma. Das sind die besten, meistens blond. Der hat ja eine kleine Firma. Meistens haben diese Frauen auch ein. Es gibt in jedem Studiengang so eine Frau. Ich kenne auch eine. Mit der bin ich sogar befreundet. Die lässt sich dann. Das. Die. Bonze, sage ich immer, Bonze. Aber nicht selber erarbeitet, sondern immer nur der Freund, der das macht. Ist auch nicht richtig. Man muss ja auch so ein bisschen Selbstbestimmung haben. Heute gibt es 20 Themen kreuz und quer mal wieder, aber diesmal mit wenig Sinn und Verstand, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja jetzt heute auch mal nicht so schlimm. Wir haben ja frei. Wir müssen ja nicht unbedingt immer Leistung bringen. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Sammler. Ich habe einen dicken Rucksack mit 4 Pokémon drin. Ein Tentoxer, damit fangen wir doch mal an. Das ist irgendwann langweilig. So Tentoxer. Ja, hallo, ich habe jetzt erstmal einen Tentoxer. Dann habe ich noch einen Tentoxer. Ja, noch einen Tentoxer. Ich weiß, wo der das her hat. Bin mir sicher, dass ich das weiß. So, bitte nicht. Wieso habe ich eigentlich so viel Pech in dieser... Warum habe ich so viel Pech in dieser... Ich habe nur Pech in dieser Edition. Überleg doch mal. Obwohl, eigentlich nicht. Es gibt ein paar Kämpfe, die hätte ich auch... Die hätte ich auch gut verlieren können. Fancy wurde durch Gift verletzt. Wie wär's mal mit... Du hast doch eine Chance von einem Drittel, dass das aufhört, ne? Wie wär's, wenn du das einfach mal... machst? Einfach mal Expidermis drücken, fertig. Dieses Gift macht ja 100-mal mehr Damage als alles andere, was Tentoxer so drauf hat. Fancy erreicht Level 19. Ja. Aussos. Das ist aber auch ein... Hier, ein Wasserwanderer ist er, ne? Ein Nebelkrieger, kann man schon fast sagen. So, Windstoß. Wenn er jetzt nicht Eisstrahl macht, dann habe ich das gewonnen. Oh, er schreckt zurück. Yay, Fancy, endlich! Macht das doch mal was. Das ist aber auch scheiße. Stell mal vor, jedes Mal, die wird ja immer vergiftet, ne? Das passiert ja relativ schnell. Oder paralysiert, oder was nicht alles. Und jedes Mal muss sie die Haut abschmeißen. Warum? Nee, das heißt ja Expidermis und nicht Häutung. Aber ich stelle mir das so vor, dass das so ein oberflächlicher Effekt ist, der die gerade so ein bisschen aus der Bahn wirft. Und dann schmeißt sie ihre Haut ab und dann ist er wieder weg. Dann passiert halt irgendwie 5-mal in einem Kampf. Und nicht da so ein ganzer Eimer von Schlangenhaut rum. Das ist aber auch ein sehr, sehr merkwürdiger Wanderer gewesen, ne? Ein Aussos, ein Tentoxer, ein Philippa. Finde ich aber gut. Flügelschlag. Hier. Windhose. Boots. Weg mit dir, Philippa. Du bist ein Stinktier. Niemand mag dich. Fancy erreicht Level 20. Spieler besiegt Wanderer Minoru. Oh Mann, sind denen jetzt die deutschen Namen ausgegangen? Du hast mich besiegt. Minoru. Minoru. Klingt, als wenn man das so im Stadion skandieren könnte. Minoru. Minoru. Tschüss, bis morgen.